Also ist jetzt, ich glaube wirklich, als ich Awakening damals zum ersten Mal gespielt habe, da habe ich wirklich alle einfach vorgeschickt, so auf gut Glück. Da kannte ich aber auch nur Pokémon Conquest und da macht man das irgendwie einfach so. Und da konnte ich es mir halt einfach eigentlich nicht erlauben, weil da ist gerne mal was krepiert oder war irgendwas ziemlich knapp oder nicht so gut durchdacht. Aber da habe ich echt einfach nur alle nach vorne geschickt, nach dem Motto, ja, kommt schon hin. Und jetzt, wo ich es mir eigentlich erlauben könnte, genau das zu tun, weil die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas abkratzt, nicht so sonderlich hoch ist, gucke ich aber trotzdem immer noch nach, ob das auch wirklich geht. Das ist irgendwie ganz witzig eigentlich. Aber ich glaube, wenn du das einmal so drin hast, dass du immer so ein bisschen auf die Prognosen guckst, dann kriegst du das auch irgendwie nicht mehr raus. Also das einzige Fire Emblem, wo ich das nicht unbedingt mache, ist Fire Emblem Heroes. Ja, das ist auch wieder was anderes. Ich hätte mal wieder Bock auf Marmorkuchen. Back einen! Do it! Just do it! Weil für Marmorkuchen hat man doch auch sehr oft wahrscheinlich die Zutaten eh zu Hause. Also zumindest sowas wie Mehl und Zucker und so hat man eigentlich ja immer. Manches anderes vielleicht auch. Und zur Not, wenn man keine Milch hat oder ähnliches, ich kann euch aus Erfahrung sagen, Vanillepudding tut's auch. So. Oh, die rücken da so ein bisschen auf, okay. Da. I see. Du hattest 32 Angriff. Wie weit kommst du denn? Bist da. Ja, gut. Hat er beide Truhen eigentlich aufgemacht? Ne, nur eine. Dann brauche ich Gaius ja doch noch. Aber du kannst gerne einfach wieder gehen. Was? Man hat die Zutaten in der Hose? Naja. Es gibt tatsächlich, soweit ich weiß, auch Rezepte mit gewissen Flüssigkeiten, die Männer gegebenenfalls in ihrer Hose haben. Das soll, glaube ich, auch gesund sein. Also ja, aber abseits davon würde ich einen Kuchen vielleicht dann doch lieber mit Mehl, Zucker, Kakaopulver, Eiern oder so backen. Ich glaube, das ist sinnvoller. So. Und dann nehmen wir dich erstmal raus. Das klingt gut. Bedankt euch bei Kai, er hat das falsch verstanden. Ich weiß ja nicht, womit Kai normalerweise so backt. Aber ich habe immer sehr viele. Ach ja, du hast ja gar keinen Gelfoss, fällt mir gerade ein. Ich bin ein Held. Aber ich habe eigentlich immer sehr viele Zutaten im Haus. Du hast sehr viel Angriff, sehe ich gerade. Das ist gar nicht so gut, dass ich jetzt Kiel da reingestellt habe, weil ich es irgendwie einfach verpennt habe. Na gut. 52. Aber du doppelst mich nicht, ne? Aber die Fähigkeiten müssten ja eigentlich alle schon reinberechnet sein, ne? Aber selbst bei 52 müsste das eigentlich gehen. Alternativ gehe ich ihn jetzt einfach töten. Ich habe irgendwie komplett vergessen, dass Kiel ja gar keinen Gelfoss hat, weil ich da irgendwie so, ne, drauf abgestimmt war. Aber dann halt so. Ich glaube schon, dass du Angst hattest, ja. Hätte ich auch, wenn Lucina vor mir stehen würde. Ach Kai, irgendwann kannst du auch backen. Außerdem hast du beim Muffinbacken geholfen. Ist ja nicht so, als wenn du noch nie was gemacht hast. Oh, wenn sie Level 10 hat, kann sie wieder zurückwechseln. Es wird. So. Da haben wir das auch. Dann geht's auf der Seite weiter. Und ich backe heutzutage manchmal auch Dinge, die gar nicht so lecker sind, weil man einfach herumexperimentiert. Ich habe auch schon versucht, Hefeteig zu machen und den dann zu rollen. Und der war einfach so klebrig, dass der überall war, aber nicht da, wo er hin sollte. Also das ist nicht ungewöhnlich. Hi.
Na? Also selbst wenn man, glaube ich, echt viel Erfahrung hat mit irgendwas, egal mit was, du machst halt trotzdem auch noch Fehler. Und das ist auch okay. Man muss sich halt nur langsam ranarbeiten. So, Gaius, da oben ist noch eine Truhe für dich. Ansonsten habe ich hier ein wunderschönes Glitzerfeld. Meine Küche ist leider auch ziemlich klein. Ich habe auch nicht so viel Ablagefläche, leider. Das ist auch immer etwas suboptimal so zum Backen, aber naja. So. Oh, hi. Oh, okay. Gut, dass ich schon ein bisschen mich entfernt habe. Problem ist, da ich die Truhe noch aufmachen möchte, werden die mit Sicherheit gleich alle in meinem Nacken sitzen. Also ich freue mich schon, wenn ich irgendwann eine größere Küche habe und generell für alles mehr Platz, weil aktuell ist es halt echt so, wenn ich irgendwas habe, was ich verstauen muss, dass ich habe einfach keinen Platz. Ich kann nichts verstauen. Alle Schränke sind voll. So. Gaius, Truhe. Ein Bestienstein plus. Nice. Ansonsten könnte ich versuchen, wenn sie möchten, hier mal irgendwen anzulocken. Wie viel Angriff hast du? 36. Das kann. Hast du irgendwas? Nein. Das kann dann eigentlich auch Zelcher mal machen. So, was kommt denn von hier unten Schlimmes? Außer alles. Meine Güte, es sind schon einige, die da gespawnt sind. 42, 34. Also der ist ein bisschen problematisch. Aber sonst geht's eigentlich. Okay. Das heißt, es ist Zeit für ein bisschen Drachen-Action hier unten. Euch stelle ich unterstützend zur Seite. Maribel auch. Und dann sollten wir das eigentlich ganz gut hinkriegen. Ansonsten sind ja hier auch noch der Avatar und Noir, falls was von oben kommt. Und euch kann ich hier mal mit dazu stellen. Und ihr könnt eigentlich wieder in die Mitte. Da sind ein paar mehr Gegner jetzt gespawnt, als ich gedacht hätte. Meine einzige Ablage ist so ein Mini-Schrank und die Waschmaschine. I feel you! Bei mir ist es auch so. Ich habe halt den Schrank, wo die Spüle ist. Also du kannst potenziell auf der Spülablage irgendwas hinstellen, aber naja. Und neben dem Herd habe ich noch eine Ablage. Das ist halt meine Arbeitsfläche und sonst die Waschmaschine. Ich stelle auch super viel auf die Waschmaschine, weil. Nee! Also das fühle ich so richtig. Und ich habe auch so viele Küchengeräte. Ich habe einen Schrank, da ist dann mein Eierkocher drin, mein Toaster und mein Mixer. Ansonsten habe ich mein Sandwichmaker ist wieder woanders. Und unsere große Heißluftfritteuse, die passt einfach nirgendwo rein, steht einfach auf dem Kühlschrank oben drauf, genau wie die Mikrowelle. Die Küche ist einfach so winzig und ranzig. Vor allem, ich bin es gewohnt, meine Eltern haben auch eine halbwegs kleine Küche, aber selbst die ist dreimal so groß wie meine Küche. Also, Küchenutensilien habe ich mittlerweile echt genug. Wenn ich bedenke, als wir hier eingezogen sind, hatte ich so einen Pfannenwender gefühlt und mittlerweile habe ich auch ein paar mehr. Falls mal einer in der Spülmaschine ist, ne? Aber die Küche ist immer noch viel zu klein. So. Das ist immer noch ziemlich voll hier. Das heißt, Operation, wir müssen die Magier beseitigen, geht jetzt los. Da stehen sich zwei Leute schon gegenseitig im Weg. Ja, deswegen, wenn Besuch hier ist und wir Frühstück machen und ich bin dann in der Küche und dann haben wir noch Gracie und Leo und Kai, dann ist halt, eigentlich können gar nicht alle gleichzeitig Frühstück machen und Jan wartet dann eh immer schon draußen. Gut übrigens, dass ich Na nochmal entwickelt habe, wenn ich mal so auf ihr Level gucke, ne? Hat sich schon etwas gelohnt. So. Und dann ist hier unten noch ein Magier. Der kann bitte auch gehen. Ja, also ich werde mir jetzt auch keine neue Küche zulegen für die Wohnung. Aber irgendwann habe ich eine größere. Und dann bin ich sehr glücklich. Buke, wir haben auch keinen Esstisch. Wir essen auch hier an den Schreibtischen. Das ist halt eine super kleine, also was heißt eine super kleine Wohnung? Für zwei Leute ist es voll ausreichend, aber
ne? Wir haben natürlich auch die Schreibtische mit den PCs und die Meris, die halt auch noch Platz wegnehmen, die normalerweise wahrscheinlich eher für sowas wie Esstisch angedacht sind, ne? Aber Prioritäten. So, jetzt haben wir hier unten noch ein paar Kollegen. Die müssen auch noch weg. Aber ihr wisst ja, alles, es ist nicht alles wie immer. Wenn ihr jetzt in so einer kleinen, ranzigen Wohnung wohnt, mit wenig Platz und alten Möbeln, irgendwann habt ihr auch neuen Stuff. So, diesmal bin ich aber schlau genug, einmal zu wechseln, weil Oberyn hat aber zumindest Gale Force. Ja, Küchen sind echt richtig teuer. Wenn du so eine richtig schöne große Küche haben willst, mit Backofen auch und schönem Herd und Spülmaschine und vielleicht einer Kochinsel und so, bezahlst du ja 10.000 Euro. Mindestens. Also, das ist schon krass. So, hier könnten wir den Kollegen noch anlocken mit 36. Das heißt, wir können hier einmal Palne hinstellen. Gaius muss noch einmal auf die andere Seite gleich rüber. Ansonsten stehen da halt Noi und Na, ne? Ich meine, ich kann Lucina auch gerne noch hier reinstellen. Die hat ja auch keine Probleme. Aber an sich passt das schon ganz gut. Und hier hast du, du hast. Ach, du bist gar nicht magisch, du hast eine Silberaxt. Gebaitet. Flupp. Flupp. Also ich denke einfach so dieser Traum von, man zieht um und hat sofort richtig viel Platz und alles neue Möbel und alles super schön. Es ist halt schwierig. Ich meine, wenn ich bedenke, unsere Schreibtische, die wir hier zum Beispiel haben, sind auch noch unsere alten Schreibtische. Die Schränke hier im Arbeitszimmer sind auch noch von Jans Eltern, ne? Also nach und nach einfach, ne? Aber schön, dass die sich hier oben zumindest ein bisschen anlocken lassen. Ich hasse es, wenn da Gegner stehen, die sich von der Reichweite her anlocken lassen könnten, aber es einfach nicht tun. Seid doch nicht so schlau. War das nicht auch bei Fates irgendwie so, wenn man auf einem schwierigen Schwierigkeitsgrad gespielt hat, dass die Gegner dann schlauer waren und sich nicht unbedingt haben anlocken lassen, wenn sie eh keinen Schaden machen oder so? Das war auch mein Untergang. Fates ist halt auch schon so lange her, deswegen weiß ich vieles auch gar nicht mehr so. Aber das Gameplay war da echt gut, das muss man sagen. Wenn Fates nicht so unglaublich lang wäre, wenn du halt wirklich alles haben möchtest und die Story nicht so unglaublich facepalmwürdig wäre, dann würde ich es vielleicht auch nochmal spielen. Ja, die Drachen haben hier unten alles im Griff. Und Olivia steht auch daneben. Sieht zumindest episch aus. Aber sie haben noch nicht maximale Verteidigung. Also da geht schon noch ein bisschen was und das ist das Traurige daran. Also ich gehöre jetzt sogar zu den Leuten, die Offenbarung jetzt gar nicht so schlimm fanden. Also ich fand manche Maps auch sehr fragwürdig, ja, mit den ganzen Gimmicks. Aber insgesamt habe ich mal so das Gefühl, wenn man die drei Fates-Teile nebeneinander nimmt, dass dann Offenbarung oftmals immer so rausgenommen wird nach dem Motto, Offenbarung ist das Schlimmste von allen. Aber ich finde es gar nicht so schlimm. Also ich könnte gar nicht sagen, welches von den Fates-Spielen ich am besten oder schlechtesten fand. Die hatten für mich irgendwie alle die gleichen Probleme, unterm Strich. Das Einfachste wäre, du skippst einfach die Story und spielst einfach. Ja. Dann macht es wahrscheinlich Spaß. Also, weiß nicht, irgendwie. Ich kann das verstehen, dass man die ganzen Gimmicks nicht mochte bei Offenbarung, aber die meisten davon fand ich noch nicht mal so schlimm. Ich persönlich jetzt, ne? Also, für mich, okay, die Probleme, die Fate so hat, in Bezug auf die Story vor allen Dingen und die Plotpunkte und die Dummheit mancher Charaktere. Die Morschelbrücke. Die Dummheit ist halt leider auf allen Routen vorhanden. Deswegen könnte ich zumindest jetzt nicht Offenbarung rausnehmen und sagen, das ist jetzt das Schlimmste. Also so ganz spontan
würde ich sogar schon fast sagen, dass ich Vermächtnis für mich am langweiligsten fand, weil einfach storytechnisch nichts passiert ist. Dann wiederum ist es in Fates vielleicht nichts Schlechtes, wenn nichts passiert, weil dann kann nichts Dummes passieren, würde man meinen, aber es passiert trotzdem irgendwas Dummes. Also, ja. Fates hat auf jeden Fall Probleme. Definitiv stimme ich euch voll zu. Aber ich habe trotzdem Spaß gehabt. Manchmal wollte ich meinen Kopf gegen den Tisch hauen, ja. Aber ich hatte trotzdem Spaß. Aber ich glaube wirklich, dass ich Nor wahrscheinlich am besten fand. Gameplay-technisch und von den Charakteren her. Nor hat Leo. Und Xander ist eigentlich auch schon so ein Schnittchen, ne? Also von daher gesehen. So. Gaius, du musst immer noch auf die andere Seite. Wir cheaten mal ein bisschen. So. Flup. Und dann kannst du gleich Zelcher wieder mitnehmen. Guck mal, so habe ich ihn erfolgreich einmal rübergepackt. So, du hast auch eine Axt, ne? Wie viel Schaden machst du? 34. Pech für dich. Ich packe dir aber mal den Avatar noch mit dahinter. So, ich glaube, wenn jetzt nicht wieder 1 Million Leute kommen, müssen wir noch die Throne aufmachen und Valhard kloppen. Aber ihr wisst ja, wenn ich Awakening oder Fates spiele, dann kommt wieder, keine Ahnung wie er hieß, aus der Ecke und meint, ich würde die Fire Emblem, die Vergewaltigung der Fire Emblem-Reihe unterstützen, weil ich die 3DS-Titel spiele. Deswegen nicht weiter erzählen, dass ich das gespielt habe. So. Das Aufrücken ist irgendwie so das unspektakulärste. Tür auf. So, du stehst da gut. Ist auch nur noch Valhard da oben, ne? Aber guck mal, wie schön ich mich für Valhard positioniere. Ich weiß nicht, Fire Emblem 4 ist das Trussier? Ja, es ist 5. 4 ist Genealogy. Genealogy? War aber nicht Echoes, ne? Hm. Echoes war 2. Hm. Was? Es gibt davon kein Remake. Welcher Protagonist ist das? Selef? Blauhaariger Typ. Ja, also der hat. Das will nicht viel heißen. Aber Selef hat so lange blaue Haare. Sigurd, ah, genau. Er war Sigurd. Selef war, glaube ich, das ist sein Sohn. Achso. Später. Hat Sigurd gespielt. Hat kurze blaue Haare, ne? Ja. Ich kenne die nur aus. Der, das ist das Spiel mit den Omega-Riesen-Maps. Ich kenne nur die Charaktere aus Fire Emblem Heroes, ne? Deswegen frage ich. Mit Sigurd. Da sind die Maps so groß wie so 3-4 Schlachten in anderen Fire Emblem-Teilen. Ich hätte jetzt eher gedacht, wenn man mir was empfiehlt, dann das mit Elibut, Hector und Lynn. Das wäre Blazing Blade. Also ich weiß, dass 4 irgendwie auch sehr beliebt ist, wohl irgendwie. Aber ich habe halt wirklich legitim aktuell absolut kein Interesse dran, weiter als Path of Radiance zurückzugehen. Das wäre halt schon eine ziemlich große Umstellung auch für mich. So, und ja. Die letzte Truhe. Drachenstein Plus. Nice. So, Valhard. Okay, 55. Ja. Kann mir tatsächlich ein bisschen Schaden machen. 1. Außer, ich benutze jetzt den Draco-Schild. So richtig, richtig trollig. Valhard kann mir 1 Schaden machen. Oh wait, kann er nicht. Du wirst. Max! Maximale Verteidigung. Nur für den Troll-Effekt. Das sind vor allem genau 55. Ja! Er kann nichts tun. Er kann absolut nichts tun. Ich könnte auch noch mehr holen, wenn ich mir Lucina oder so dazu hole. Aber ist okay. Der Omega-Disrespect. Vor allem ist es schon wieder Noe, die ihn gerade auch schon gereckt hat. Also seine Trefferquote ist besser geworden. Immerhin. Kennst du mich noch?
Aber er hat es überlebt. Mhm. Die Frage ist, wer darf ihn jetzt finishen? Ich glaube, Owain fühlt das schon, oder? Wobei, Moment, ich muss vorher einmal aufs Glitzerfeld. Irgendwas sagt mir, ich sollte Fire Emblem 4 spielen. Aber leider wurde Selef gerade einfach ins Lager geschickt. Hat keiner gesehen. So. Wie unepisch er einfach in Slow Motion auf ihn zugelaufen ist mit dem Schwert. Tup! Okay. Das, ja. Hättest du ruhig mal einen coolen Spruch ablassen können. Aber okay, dann nicht. Immerhin habe ich Geld bekommen. Ja, Owain echt so pieks. Aber die Maps sind cool mit Valhalla. Die fand ich jetzt sogar noch cooler vom Aufbau her als die erste, weil die erste einfach so riesig offen nur war. Also schon ganz stylisch. Und wir leveln mal wieder. Das heißt, wir sind nicht mehr maßlos überlevelt, nur überlevelt. Mein Prinz, Valhallas Soldaten haben einer Einstellung der Kampfhandlungen zugestimmt. Zieht unsere Truppen umgehend zurück. Es ist seltsam, Valhalla und meine Schwester waren absolut gegensätzliche Menschen. Die eine gab ihr Leben, um einen Krieg zu verhindern. Der andere nahm viele Leben, um einen Krieg herbeizuführen. Doch beide inspirierten die Menschen und beide wollten langfristig Frieden schaffen. Beide lebten und starben bei dem Versuch, die Menschheit zu einen. Yes. Ja, Vater, aber eine Botschaft definiert sich auch über die Art der Überbringung. Dein Vater, mein Großvater, hatte ähnliche Überzeugungen wie Valhalla. Und sein Vermächtnis ist heute immer noch eine deutliche Last für uns alle. Im Moment habe ich nicht die Zeit, mich mit solchen Dingen abzugeben. Aber dieser Krieg ist vorüber. Ich werde bald darüber nachdenken können. Dieser Krieg ist vorüber, das haben sie nach dem ersten Drittel des Spiels auch gesagt. Prinz Grom, 1000 Lobpreisungen werden all eurer Hilfe nicht gerecht. Ich habe Viridium geborgen, den Edelstein, der aus Shonsin gestohlen worden war. Ihr sollt ihn haben, mein Herr. Gibst du mir einfach so? Right. Ja, mein Herr. Der Dämonendrache wird uns bald alle bedrohen. Ich würde mich sicherer fühlen, wenn ich den Stein in euren Händen wüsste. Good. Nun gut, ich danke dir, Sairi. Ist er auch so hässlich ausgeschnitten wie der letzte? Oder wird er direkt eingesetzt und wir sehen ihn gar nicht? Ist vielleicht besser so. Sind alle bereit aufzubrechen? Unsere Arbeit in Valm ist erledigt, aber vor uns liegt noch eine größere Aufgabe. Eine Aufgabe, die vielleicht noch etwas härter wird als diese hier. Nach Elestol. Das war ein langer Fußmarsch. Es tut mir leid, immer wenn mein Avatar im Bild ist, ich kann jetzt nicht mehr anders, als auf meinen Hinterteil zu gucken. Warum? Weil ich keine Hose anhabe. Und? Das ist ein bisschen verstörend. Warum? Für den Krieg vielleicht nicht ganz so passend. Das ist mehr Bewegungsfreiheit. Na, Leggings hätte ich die auch. Ohne Hose hast du mehr Bewegungsfreiheit. Ich weiß ja nicht. Krom. Das Gesicht kenne ich. Fickst du wieder mit unangenehmen Gedanken, Krom? Du kennst mich gut. Ich erinnere mich, wie Lissa mich hierher brachte und ich alle Hirten kennenlernte. Und Sumia, was für ein Tag. Es ist sogar der erste Tag, an dem ich mich erinnern kann, sozusagen. Das ist wohl wahr. Ich wünschte, all unsere Erinnerungen seitdem hätten so fröhlich sein können. Ja. So viel unnötiges Blut vergießen. So viele Tage voller Zweifel. Ohne dich hätten wir wohl schon lange aufgegeben. Das weißt du, oder? Yes. Lustig, ich wollte gerade das Gleiche sagen. Ja. Wir sind wohl wirklich wie zwei Hälften eines Ganzen.
Ich sandte Frederick aus, um nach dem letzten Edelstein, Obsidium, zu suchen. Außerdem habe ich etwas mehr über das Erweckungsritual gelesen. Es scheint, dass derjenige, der das Ritual versucht, Nagas Feuer standhalten muss. Überleben Körper und Sitte die Qual, dann erhält er die Macht des Drachen. Andernfalls wird er sterben. Was? Nein! Ich meine, Vater, bist du dir sicher, dass du es versuchen musst? Da belauscht uns wohl jemand, wie? I'm so sorry. Bitte vergib mir, Vater. Das war nicht meine Absicht. Ich wollte mit dir reden, aber ich habe nicht den richtigen Zeitpunkt gefunden und... Ist schon gut, Lucina. Mach dir keine Sorgen. Ich werde Nagas Feuer standhalten. Ich bin mir ganz sicher. My Lord. Eure Majestät, ich bin zurück. Frederick, hast du ihn gefunden? Right. Möglicherweise, Herr. Allerdings werden wir es erneut mit König Valda zu tun haben. Er sagt, Plegia habe Obsidium verwahrt und wünsche nun, es euch zurückzugeben. What? Ausgerechnet Valda. Well. Sie kamen direkt zu mir, mein Herr. Sie müssen von meiner Suche erfahren haben. Jedenfalls bat Valda darum, es euch persönlich überreichen zu dürfen. Ich muss euch sicher nicht sagen, dass mir das kein bisschen gefällt. Right. Du bist übervorsichtig, Frederick, aber diesmal stimme ich dir zu. Im besten Fall besteht Valda einfach auf unnötige politische Förmlichkeiten. Im schlimmsten Fall war unser Kampf mit den Untoten damals kein Zufall. Wir werden es herausfinden müssen. Ich werde Valda treffen. Really? Mein Herr, seid ihr euch sicher, dass dies weise ist? Hm. Wahrscheinlich nicht, aber uns läuft die Zeit für Vorsicht davon. Meine Schwester lehnte niemals eine diplomatische Geste ab. Egal wie faul die Situation roch. Wenn er uns den Stein nicht gibt, dann verrät er uns vielleicht, wo er verborgen ist. Keine Sorge, Frederick. Ich laufe nicht einfach blind in die Sache hinein. Also lasst uns dafür sorgen, dass jeder bis an die Zähne bewaffnet ist. Right. Was ist mit dem Fire Emblem, mein Herr? Sollten wir es nicht besser hier lassen? No. Genau das erwartet Valda sicher und wird dann versuchen, es zu stehlen. Derzeit ist es wohl bei mir am sichersten. Wir werden früh genug erfahren, was er will. Okay. Ich meine, ich habe Kais absolut interessante Aussage gelesen. Lustigerweise kann ich den Chat sogar während dem Vorlesen mitlesen. Quasi jedes Mal, wenn ich den Text vorgelesen habe und weiterdrücke, kann ich einmal in den Chat gucken und habe dementsprechend all eure Reaktionen auch gelesen. Aber ich dachte mir so, ich bin mittlerweile an dem Punkt, ich kenne Kai jetzt schon so lange. Es überrascht mich einfach nicht mehr. Und deswegen habe ich einfach so ernst wie möglich weiter vorgelesen. Hat irgendwie funktioniert. Ach da, Schloss Plegia. Aber wir haben ja ansonsten da unten noch die Sidequest jetzt freigeschaltet. Das heißt, die müssten wir auch noch machen. Domitrana, Dankeschön für 23 Monate Treue, auch wenn du genau zum Ende kommst. Hm? Ich muss sehen, welche Quest das ist. Die einzige, die noch übrig ist. Okay, dann sind wir für heute auf jeden Fall durch. Haben jetzt auch einiges geschafft. 3 Missionen immerhin. Die waren auch... Ja, die war jetzt nicht schwer mit meinem Team. Aber du musstest tatsächlich schon auch so ein bisschen natürlich gucken, wie du dich da positionierst und attackierst. Und ich glaube, man merkt doch auf jeden Fall, dass das Niveau so ein bisschen angestiegen ist im Laufe der Kapitel. Also wir haben echt viel geschafft. Mal gucken. Wir werden ja auf jeden Fall die Sidequest noch mal mit der Story weitermachen. Mal schauen, weil ich ja zwischendurch noch Supports farmen muss, wie viele Streams letztendlich noch kommen. Aber wir nähern uns ganz langsam dem Ende entgegen. Aber ein bisschen was kommt auf jeden Fall noch.